St. Urban. Und dazu freut uns natürlich ganz besonders, dass wir unsere Ehrengäste begrüßen dürfen. Die Frau Botschafterin von Bulgarien, der Altbotschafter von Deutschland, langjährig in der Schweiz, mit seiner Gemahlin Gottwald und dann der Altregierungsrat, der uns immer wieder die Ehre erweist. Ganz herzlich willkommen bei uns. Wir danken für das Kommen. Das St. Urban-Projekt ist speziell. Wir haben dieses Segment, wo wir feiern, das Artist in Residence. Das sind Jungkünstler, die wir aufnehmen in der Schweiz. Nationale und vor allem internationale junge Kandidaten, die fachlich hervorragend sind, aber die haben den Background nicht, um den Durchbruch zu schaffen, dass sie selbstständig als erfolgreiche Artisten sich eine Plattform erarbeiten können. Und diesen jungen Talenten bieten wir hier in St. Urban und in Rockliswil in der Art Schmitte die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und die Resultate sind fantastisch, wo wir erzählen, denn die Referenz darf sich sehen lassen. Und da sind bis anhin in diesen 10 Jahren 64 junge Talente da gewesen, während 8 Wochen. Von den 64 Talenten haben es 95% geschafft, den Sprung in die Elite. Die sind heute gut positioniert. Und 60% von diesen Jungkünstlern haben eine Professur erhalten oder haben einen Lehrstuhl an einer Fakultät für Art. Da sind wir stolz. Und dies können wir nur durchführen, dank Mitunterstützung von unseren Donatoren und Sponsoren. Das ist einzigartig, das Projekt, und wir möchten das auch so weiterführen. Sie sollten sehen, was wir für ein Feedback von diesen Jungkünstlern erhalten, wie glücklich dass die sind, dass sie diese Residenz hier absolvieren können. Ich hatte auch die Ehre und die Freude, dass ich ab und zu an einem dieser Workshops dabei sein durfte. Ich kann Ihnen sagen, was sich da abspielt, ist faszinierend. Das hat eine magische Qualität, wie hier die jungen Leute von Heinz Eschlemann auf eine kreative,
denken Sie an Bill Gates, Kreativität, auf eine kreative Art und Weise eben in neue Dimensionen der modernen Skulptur eingeführt werden. Und Sie lernen nicht nur das, Sie lernen auch das Management, Sie lernen den Umgang, denn Heinz und Gertrud befassen sich auch mit diesen Fragen. Und gerade Gertrud führt dann jeweils die jungen Leute auch in die Kultur der Schweiz, in die europäische Kultur, in unsere Mechanismen, in den Kunstmarkt ein. Also hier geschieht einiges und diese jungen Leute sind nicht umsonst, Sie haben es vorher gehört, am Schluss ihres Aufenthalts gewappnet, um Karriere in der modernen Welt zu machen. Ein Beispiel von großer Nachhaltigkeit für die Förderprogramme von Art St. Urban sind unsere heutigen Musikerinnen. Von Trio Dante, Valia Dervenska, Tonka Angaceva und Theodora Miteva. Sie zeigen, die drei Musikerinnen, von der Nachhaltigkeit dieses Förderprojekts, wie es junge Leute, die, wie Roy Oppenheim sagt und mein Mann vorher schon, die das auch aufnehmen, bereit sind dazu, St. Urban ein Türöffner für sie sein kann und eine wunderschöne Plattform hier auf diesem Festsaal, auf der Bühne in diesem Festsaal.